So, dann begrüße ich auch nochmal die neu dazugekommenen zu diesem Vortragsblock. Hier geht es jetzt um ein Projekt der Hochschule Mainz, an dem auch einige Forschungsarbeiten mit dran sind. Eine davon von der Svenja Rothmann wird jetzt vorgestellt und die Einleitung übernimmt Alexander Rolofsen. Ich wünsche viel Spaß. Ja, natürlich. Rea, vielen Dank für die Einleitung. Also einmal die Svenja Rothmann und ich haben das Projekt betreut. Bei uns geht es um die räumliche Verortung von textbasierten Social-Media-Einträgen am Beispiel von Polizeitweets. Hier haben wir exemplarisch mal vier Tweets aus Freiburg aus den letzten Wochen mitgebracht. Ich denke mal, Twitter ist in aller Munde. Jeder kennt Twitter, weiß, wie Tweets aufgebaut sind. Und in diesen Tweets gibt es natürlich auch räumliche Informationen. Beispielsweise, wenn man das erste oder den ersten Tweet sich anschaut. Lauching, couragierte Frau, hindert betrunkene 66-jährige Autofahrerin an der Weiterfahrt. Das heißt, für den Menschen ist es relativ klar, relativ eindeutig und auch locker. Lauching ist hier der Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. Bei den weiteren Tweets sieht man dann verschiedene Orte. Es können mehrere Orte in einem Tweet verortet sein. Es kann mit Hashtags gearbeitet werden, mit Abkürzungen gearbeitet werden. Und somit ist das so ein bisschen die Charakteristik der verschiedenen Tweets mit den Ortsangaben. Für alle Leute, die vielleicht nicht hier aus der Region kommen, ist natürlich jetzt die Frage, okay, wo sind diese Orte? Bei Freiburg ist es relativ klar, relativ deutlich, aber bei den Vororten, Nachbarorten, Orten aus dem Umkreis, ist es vermutlich schwierig, diese auf der Karte zu verorten. Wenn man die Twitter-API dann anfragt, sieht man hier exemplarisch einen Response von einem Tweet. Neben den ganzen Metadaten und Attributen fällt dann auf, Coordinates, keine Informationen, Place, auch keine Informationen. Das heißt, das liegt an zwei Gründen. Einmal hat der Nutzer, der Twitter-Nutzer, seine Standortfreigabe nicht aktiviert. Das heißt, mit dem Handy, wenn er twittert, werden keine Koordinaten mitgesendet. Oder bei Polizeibehörden oder generell Blaulichtorganisationssystemen ist es häufig so, dass die aus Büros twittern und da natürlich dann auch keine Standortangabe mit an Twitter übermittelt wird. Das heißt, die Zielsetzung von unserem Projekt und die Herausforderung ist, die Koordinaten der Ortsangaben aus dem jeweiligen Tweet herauszufinden und darzustellen, das Ganze im Anschluss in einen Prototyp umzusetzen, wo diese Tweets verortet werden. Drei Punkte sind charakteristisch. Einmal, das Ganze soll in deutscher Sprache stattfinden. Wir haben das bloß für Polizeibehörden erstmal exemplarisch umgesetzt. Und wichtig für uns als Ziel war auch, dass das Ganze auf bereits existierenden Werkzeugen umgesetzt werden soll. Sprich Algorithmen etc., Trainings für irgendwelche Ortschaften wurde von uns nicht durchgeführt. Kommen wir zum Inhaltsverzeichnis des Vortrags. Am Anfang möchten wir was über die Methodik erzählen. Wie sind wir herangegangen? Dann stellen wir den Prototyp vor. Das Ergebnis vor und am Ende haben wir eine kleine Evaluation durchgeführt, um zu prüfen, wie gut ist das, was wir entwickelt haben, wie gut kann man das wirklich mit bisher bestehenden Tools umsetzen. Ja, dann freue ich mich jetzt bei der Methodik weitermachen zu dürfen. Einige von Ihnen haben sich damit vielleicht schon mal ein bisschen beschäftigt und sagen jetzt, sowas gibt es ja schon längst. Als wir uns damit auseinandergesetzt haben, sind uns auch Programme aufgefallen, die sowas in der Art auch schon können, aber nur für die englische Sprache. Zum einen gibt es den Location Name Extractor oder auch kurz LINEX. Dieser spezialisiert sich auf drei Überflutungsregionen in den USA und wurde auch genau darauf trainiert. Das zweite ist Mordecai. Auch bei diesem werden englischsprachige Tweets analysiert und die Koordinaten davon ermittelt. Das heißt, in der englischen Sprache ist das Problem schon ziemlich gut gelöst worden. Das sind jetzt auch beides Programme von 2017, 2018, also auch noch relativ neu. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das Ganze für die deutsche Sprache umgesetzt?
Immerhin wird immer mehr auch in Deutsch getwittert, wie bei von Behörden und der Polizei. Aus diesen Programmen, die wir uns angeguckt haben, ist dann ein grober Ablauf entstanden. Zunächst brauchen wir natürlich die Tweets. Anschließend verwenden wir einen Geoparser, der aus diesem Text die Ortsangaben herausfiltern kann. Wenn wir dann die Namen von den Orten haben, brauchen wir dann noch den Geocoder, um daraus die Koordinaten ermitteln zu können. Was sind jetzt so Schwierigkeiten davon? Texte werden ja schon länger analysiert. Bei Tweets ist es aber noch einmal etwas anders. Wenn man sich den Tweet anguckt, ist er deutlich kürzer als ein herkömmlicher Artikel. Außerdem werden viele Sonderzeichen eingesetzt. Emoticons oder wie hier der Geist oder das Auto sind letztendlich auch nichts anderes als Sonderzeichen. Um die Tweets präsentabler zu machen und attraktiver, werden sie oft mit Bildern oder Videos versetzt. Und um die Textlänge so weit wie möglich zu komprimieren, sind auch oft keine grammatikalisch vollständigen Sätze gegeben, weshalb die Zuhilfenahme der Grammatik da auch oft schwer fällt. Bei den Ortsangaben ist es so, dass Ortsnamen häufig mehrfach vorkommen, nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Damit muss man irgendwie versuchen umzugehen. Außerdem sind die Ortsnamen oft abgekürzt. Das fällt nicht direkt auf, wenn da zum Beispiel Freiburg steht, weiß hier wahrscheinlich jeder, was gemeint ist. Wenn da aber stehen würde, Freiburg im Breisgau, dann würde das jeder direkt wissen. Dann hätte jeder eine exakte Angabe des Ortes. Da bei Tweets aber versucht wird, so kurz wie möglich zu formulieren, ist diese vollständige Angabe des Ortes häufig nicht gegeben. Bei Polizeitweets ist der letzte Punkt nicht ganz so ausschlaggebend, aber bei Tweets generell ist natürlich zu beachten, dass die Rechtschreibung auch nicht immer so hundertprozentig ist. Jetzt möchte ich euch so den Prototyp zeigen, der daraus entstanden ist. Dabei fangen wir natürlich auch mit den Tweets an. Auf der unteren Seite seht ihr so ein Beispiel-Tweet, Stadtblitzer heute in Ludwigshafen, in Klammern LU, Süd, Rhein-Gönheim und Pfingstweide. Diese Tweets, den Text von den Tweets, den bekommen wir über die Twitter-API und den verarbeiten wir dann weiter. Zunächst bearbeiten wir den Text an sich, dass die ganzen Sonderzeichen eliminiert werden, die die Analyse stören würden. Wenn man das nochmal vergleicht, hier sind vor allem viele Hashtags drin, die können wir nicht gebrauchen, weil ein Ort, Hashtag Ludwigshafen, gibt es nun mal nicht. Deshalb werden diese eliminiert. Als nächsten Schritt wird ein Geoparser verwendet, um aus diesem Text die verschiedenen Eigennamen herauszufiltern. Wir haben dafür Spacy verwendet, einen Natural Language Processor, der den Text quasi in verschiedene Entitäten, Eigennamen aufteilt. Anschließend haben wir die Kfz-Kennzeichen abgefragt, ob in diesen Eigennamen, die verwendet wurden, Kfz-Kennzeichen verwendet wurden. Das führt daher, dass in den Tweets gerne Abkürzungen verwendet werden. Das heißt, man möchte auch nicht immer diese ganzen Ortsnamen ausschreiben. Und aus Gewohnheit wird dafür oft auf Kfz-Kennzeichen zurückgegriffen. Diese sind allgemein bekannt und jeder weiß, was die Abkürzung dann bedeutet. Als letzten Schritt brauchen wir noch die Koordinaten. Da haben wir uns verschiedene Geocoder angeguckt. Hier wurde ein kommerzieller Anbieter verwendet, aber wir haben auch verschiedene Open-Source-Anwender untersucht, zum Beispiel OSM Names. Der Nachteil dabei ist, dass der Ortsname auf Englisch ist und deshalb nicht direkt gefunden werden kann. Die deutsche Bezeichnung ist allerdings unter den alternativen Namen zu finden. Also wenn man die Abfrage da etwas erweitern würde, würde das ebenso funktionieren. Außerdem könnte das Gesetier GeoNames in eine Datenbank eingebunden werden und durch die Abfrage dasselbe Ergebnis ermöglicht werden. Je nachdem,
welchen Geocoder man verwendet, hat man unterschiedliche Ausgangspositionen, unterschiedliche Inhalte, die abgefragt werden können. Und das kann man eben nach eigenen Wünschen dann anpassen. Wie man dann sehen kann an diesem Beispiel-Tweet, ist, dass man eine detaillierte Ortsangabe erhält und dazu natürlich die Koordinaten, die man sich zum Beispiel auf einer Karte anzeigen lassen könnte. Das ist so das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist. Oh nein. Platz. Will's nicht. Okay, also auf jeden Fall sind da ein paar Polizeibehörden aufgelistet worden. Die sind eher zufällig ausgewählt worden. Dabei versucht worden, ein bisschen über Deutschland hinweg das aufzuteilen. Letztendlich kann man da jeden Twitter-Account dahinter setzen und dann einfach einfügen. Und dann wird eine Anzahl an Tweets ausgewählt. Da sind hier mal von 1 bis 10 beschränkt worden, da irgendwann sonst auch die Ansicht zu voll werden würde. Wenn ich eine Karte hätte, auf der 200 Orte dargestellt werden, wird es irgendwann auch unübersichtlich. Deswegen wurde hier das einfach exemplarisch mal an bis zu 10 Tweets dargestellt. Dabei ist auch wieder zu bemerken, dass die 10 Tweets nicht unbedingt 10 Ortsangaben bedeuten. In einem Tweet können eben auch gar keine oder mehrere Ortsangaben vorhanden sein. Geht's oder geht's gar nicht? Okay, also scheinbar funktioniert das Video nicht. Dann erzähle ich eigentlich kurz, was dabei herauskommen sollte. Letztendlich erscheint dann eine Karte, auf der mit Markern die verschiedenen Orte zu sehen sind. Und wenn man auf den Marker klickt, eben zusätzliche Informationen zu diesem Ort erhalten kann. In einer Tabelle darunter kann man dann vergleichen, ob das auch stimmt und den Text von diesem Tweet nochmal vollständig sehen. Schade, dass das jetzt nicht funktioniert, aber dann machen wir einfach weiter. Der Ablauf, der dahinter steckt, ist dabei sowieso ja eher nicht zu sehen, weil er im Hintergrund abläuft. Das Anfangsprodukt, was man hat, ist letztendlich so ein Tweet, den man auf Twitter überall sehen kann. Am Ende habe ich dann quasi den ganz normalen Text, das Datum und den Autor. Das ist das, was aus den Metadaten des Tweets sowieso entsteht. Dann bei Location habe ich dann das Ergebnis des Ortes, den ich aus den Entitäten ermittelt habe. Danach kommt noch so ein Label, das kommt hier aus der Hier-API. Dabei gibt es eine sehr detailliertere Ortsangabe dazu. Und zum Schluss natürlich die Koordinaten, die man braucht, um das Ganze auch darstellen zu können, beziehungsweise direkt verorten zu können. Kommen wir zuletzt zur Evaluation. Dafür wurden 100 Tweets unterschiedlicher Polizeibehörden getestet. Und auch dabei wieder verschiedene Polizeibehörden verwendet, um auch die verschiedenen Schreibstile der jeweiligen Behörden abbilden zu können und zu zeigen, wie funktioniert das für verschiedene Schreibstile. Dabei wurden nach dem Geoparser 91 Ortsnamen, 118 sonstige Eigennamen und 19 Ortsnamen nicht erkannt. Letztendlich sagt das noch nicht so viel über die Qualität aus, da es hier ja erstmal über die Entitäten generell geht. Anschließend wurde der Geocoder separat betrachtet, um zu sehen, wie funktioniert der. Dafür wurden diese 100 Tweets so präpariert, dass quasi eine perfekte Ausgangsdatei entsteht und man damit das bestmöglichste Ergebnis dieses Geocoders erkennen kann. Dabei wurden 82 Ortsnamen richtig erkannt, 5 falsch und 13 nicht erkannt. Was jetzt aber natürlich am interessantesten ist, ist, wie ist das beim Gesamtablauf? Da ist zu sehen, dass 68 Orte richtig erkannt wurden,
5 Orte falsch und 29 nicht erkannt. Letztendlich sieht es mit den 29 Orten, die nicht erkannt wurden, sehr viel aus. Wenn man sich jetzt aber die Fehler anguckt, die dabei entstanden sind, stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht so viel ist. Zum einen erkennt Spacy nur Eigennamen und nicht den Ortsnamen an sich. Zwar gibt es ein Label, das man abfragen könnte, mit Log, also Location, aber dieses funktioniert erstmal nur für größere Städte. Kleinere Orte erkennt es nicht als Ort an. Außerdem wird, wie am Anfang gesagt, nicht immer die vollständige Ortsangabe erkannt. Ich hatte einmal den Fall, dass da Frankfurt am Main im Tweet drin stand, aber nur Frankfurt als Ortsname erkannt wurde. Außerdem sind manche Orte gar nicht erkannt oder auch falsch erkannt worden. Zum Beispiel ist in einem Tweet geschrieben worden, dass es irgendwo gebrannt hat und dann wurde von dem Brand geschrieben. Aber Brand ist auch ein Ort in Bayern und so kommt es dann zu einer falschen Analyse. Beim Geocoder ist es so, dass er Ortsangaben wie Nord, West, Süd, Ost nicht erkennen konnte. Oft sind das in Städten keine direkten Ortsteile, sondern beschreiben nur einen Bereich der Stadt. Und den kann dann natürlich ein Geocoder nicht finden, obwohl es sich um einen Ort bzw. um eine geografische Angabe schon handelt. Kreise und Bundesländer wurden nicht erkannt und Autobahnen auch nicht. Den einen interessiert es, der andere sagt, ja, das ist eher zweitrangig. Und ja, es wurden zum Teil Orte erkannt, wie bei Brand, die eigentlich keine sind. Wie könnte man das Ganze jetzt noch besser gestalten? Zum einen könnte man Spacy trainieren. Am Anfang habe ich Ihnen erzählt, dass es schon englischsprachige Programme gibt. Bei diesem Location Name Extractor wurde das speziell für diese Tweets gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert. Deshalb ist da anzunehmen, dass hier eine genauso gute Verbesserung dabei erzielt werden könnte. Dadurch, dass man das trainiert, könnte direkt nach diesem Location-Label abgefragt werden und man müsste nicht alle Eigennamen überprüfen, ob das jetzt auch wirklich ein Ort ist. Beim Geocoder ist es so, dass man den natürlich ergänzen könnte, je nachdem, was man haben möchte. Die einen sagen, ja, der erkennt keine Kreise, das ist für mich ein Fehler, weil ich das brauche. Der nächste sagt, für mich ist es total unerheblich, ich will nur Städtenamen haben. Wir hatten zum Beispiel das mit den Kfz-Kennzeichen einfach mal exemplarisch eingefügt, um da eine bessere Trefferquote zu erzielen. Und genauso könnte man das bei anderen Sachen machen, die man gerne noch erkennen können würde. Letztendlich kann gezeigt werden, dass mit bestehenden Werkzeugen so ein Analyseprozess durchgeführt werden kann. Je nachdem, wie man das haben möchte, muss dieser aber manuell noch etwas angepasst werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns jetzt noch auf Fragen. Ja, vielen Dank für den Vortrag und dann, ja, ich komme einfach mal zu Gefried. Ich würde gerne mal ein Beispiel zurückkommen. Da hattet ihr einen Tweet, Unfall zwischen auf der Autobahn so und so zwischen Stadt A und Stadt B oder sowas. Yeah. Was macht denn jetzt euer System mit so einem Ding? Weil wenn ich das jetzt geokodiere als Stadt A, ist es ja falsch. Und wenn ich es als Stadt B geokodiere, ist es auch falsch. Ich muss ja wissen, wie verläuft die Autobahn zwischen diesen beiden Städten und da irgendwo ist dann der Unfall. Erzähl doch mal, wie ihr damit sowas umgeht dann. Also letztendlich ist es so, dass wir erstmal wollen, dass alle Ortsangaben, die in so einem Tweet enthalten sind, auch auf einer Karte darzustellen sind. Letztendlich ist der Unfall zwar irgendwo dazwischen, die anderen Ortsangaben grenzen es ja ein und sind deshalb trotzdem nicht zu vernachlässigen. Wenn man einfach nur von einem Ort spricht, zum Beispiel in irgendwelchen Radiomeldungen, dann kann man das ja nicht oft einordnen. Und deswegen sind die beiden anderen Orte trotzdem wichtig. Das zweite ist, dass wir die verschiedenen Ortsangaben, die wir herausfiltern, kombinieren. Deshalb konnten wir da zum Beispiel auch zwischen einem Autobahnnamen und einer Stadt eine Relation herstellen, sodass da
die Ortsangabe auf der Autobahn in der Nähe von diesem Ort stattfindet. In der Regel in der Nähe von der Autobahnauffahrt. Beantwortet das die Frage? Hallo, ich habe eine Frage dazu. Ihr entfernt alle Hashes aus den Tweets. Ja. Ich finde es schwierig, weil wenn ich den Hash Halle habe, und Halle ist ein Ort, und ich entferne den Hash, dann ist das kein Ort mehr für mich. Also dann ist das ganz gefährlich. Also wenn ich rund um Halle die Tweets abgucke, dann wird das gefährlich, weil, naja, ein Brand in einer Halle würde dann bedeuten, dass es in Halle. Das ist ganz gefährlich. Also dieses Hash, das hat einen ganz großen Wert, weil wenn ich sollte nur die Hashes rausfiltern, so würde ich das sehen. Es gibt aber sehr viele Tweets, in denen Ortsangaben drinstehen, die kein Hash davor haben. Wenn man das machen würde, würde man all diese verlieren. Deshalb ist hier der Ansatz, dass man die erstmal rausnimmt, um ein homogenes Bild zu haben. Und anschließend wird abgefragt. Wenn man das jetzt trainiert mit diesen Tweets, dann kann man die Grammatik bzw. die Schreibweise, wie so ein Tweet aufgebaut ist, mitverwenden. Und dadurch würde in diesem Zusammenhang, wie das dann steht, Halle dann in dem Fall wegfallen, wenn es eine Halle als Gebäude wäre. Hi, ich wollte auch fragen, ob ihr so Sachen wie Telefonnummern beispielsweise oder die unterschiedlichen, wenn mehrere Ortsangaben quasi in einem Tweet sind, ob ihr die in Relation setzt, sodass dann sowas wie die Stadt Essen und Essen oder eben Halle und Hamburger oder Berliner oder wie auch immer kombiniert werden mit der Telefonnummer, die jetzt hier beispielsweise angegeben ist, um das dann so einzugrenzen, oder sind dann einfach alle Punkte angegeben auf der Karte? Also mit der Telefonnummer machen wir im Moment noch gar nichts. Das sind dann so Sachen, wir wollten erst mal gucken, wie funktioniert das generell überhaupt. Und das wäre jetzt so eine Sache, die man gut machen könnte, um das zu verbessern. Eine andere wäre zum Beispiel auch, wenn man die Polizeibehörde hätte, da die Entfernung zu ermitteln und zu gucken, ist das in dem Umkreis, wo diese Polizeibehörde überhaupt tätig ist. Also da gibt es einige Verbesserungen, die man machen kann. Unser Ansatz war jetzt erstmal zu gucken, ob sowas generell mit bestehenden Werkzeugen möglich ist und wie das Ergebnis dabei aussieht. Gibt es sonst noch weitere Fragen aus dem Publikum? Gut, das sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich nochmal bei den Vortragenden und wir machen jetzt 5 Minuten Pause, dann geht es hier mit Lightning Talks weiter.